Also wir haben seit Jahrzehnten eigentlich hat der Ernst Mayr, der Altpräsident, den Oldies Day ins Leben gerufen. Es ist einfach darum gegangen, dass wir wollen, unsere Geschichte zelebrieren. Vor allem jetzt in den neuen Zeiten, wo wir ins neue Stadion gehen, haben wir eine Basis, haben wir eine Geschichte mit Spielern, die wir einladen wollen. Spieler, die wichtig sind für unseren Club, aber auch Spieler, die Meister geworden sind und Spieler, die einen Unterschied gemacht haben im täglichen Leben von der Sportorganisation. Die wollen wir ehren mit dem. Und meines Wissens ist das der einzige Event in dieser Art, das es gibt in der Schweiz. Und auf das sind wir stolz da. Im Verein sollte es sein. Er hat goldige Nadeln bekommen mit dem alten ZSC-Logo, ganz kleine, aber ist pures Gold. Der Otto Schubiger noch kreiert damals. Und wir wollen mit dem eigentlich Leute speziell herausheben, die sehr viel gemacht haben für unsere Organisation. Also an Ernst Mayr, Freddy Duttweiler, ein paar Spieler, Söhne, die grosse Verdienste haben, die wollen wir mit dem ehren. Und die haben immer einen Platz in unserer Mitte, in Zukunft, auch im neuen Stadion, wenn wir irgendein Event machen. Ja, es ehrt mich natürlich extrem, dass der Verein mich jetzt hier ehrt, über die rund über 20 Jahre, wenn ich jetzt im Verein tätig bin, ob als Spieler oder halt jetzt auch in der Organisation tätig bin, eine schöne Sache. Ja. Über 20 Jahre im Verein mit Unterbrüchen ist klar, oder? Aber ja, man muss es nehmen, wenn man es überkommt und ich bin auch sehr dankbar. Es ist auch eine schöne Sache. Ja. Ja, also sicher schön ist sicher der Aufstieg, ist klar. Im 89 und nachher dann der Sieg im Viertelfinale gegen Lugano. Als Spieler ist es sicher sehr schön gewesen. Ja. Meine letzte Zeit in Fribourg, das war, ich denke, die letzte Zeit hier im Hallenstadion. Freut mich, dass ich wieder dabei und vielleicht das letzte Mal hier im Hallenstadion, bevor wir wechseln in den neuen Eisstadion. Und ja, letztes Jahr, ich wollte schon letztes Jahr kommen, aber mit dieser Situation, mit der Corona und alles, ist es gar nicht möglich. Dieses Jahr, ich war in der letzten Zeit mit der italienischen Nationalmannschaft und ich habe natürlich diese Einlage nachher einmal zu diesem Oldies-Event zu kommen und sage, ja, okay, dieses Jahr machen wir. Also das ist für mich, das ist genial, das ist super und habe ich immer Freude, wenn ich in Zürich kann ich kommen und für mich ZSC bleibt immer eine sehr schöne Erinnerung, habe ich viel Spaß gehabt, wir haben auch viel gewonnen und das ist eine perfekte Welt für mich. Ich war schon ein paar Mal da. Ja, es ist lässig, dass der ZSC immer noch macht. Alte Kollegen treffen, ein Glas Wein trinken, über alte Zeiten reden. Schön. Es ist eine klasse Zusammenkunft. Man sieht alte Kollegen, man sieht alte Gesichter. Man sieht auch neue Gesichter. Und man sieht dann so Gemeinschaftskeiten von früher wieder, die einem erinnert kommen. Das ist eine klasse Zusammenkunft.